Also Leute, dann lassen wir eben nachgucken, ob wir das hinbekommen. Also, durch die Rengar W-Changes sollten wir in der Lage sein, zu full clearen und bei der Krabbe zu sein, bevor sie spawnt. Also ich denke mal, ich kann Level 4 für den Gank gehen und erst dann die Krabbe machen. Müssen wir aber nochmal abchecken. Was ist das für Rengar-Changes? Rengar hat 65 bis 130 Bonus-Damage auf seiner View of Monster bekommen. Und denkt mal drüber nach. 65 Bonus-Damage auf Raptors, das sind 6 Raptors. Ich spare einen Auto-Tank. Wenn ich doppelt 4 OW reinhaue, mache ich 130 mal 6 Damage. Bei Wolves mache ich Damage auf 3, wodurch ich, also ich spare immer jeweils eine Sekunde pro Ziel, das ich treffe. 2 Sekunden spare ich bei Crux, 6 Sekunden spare ich bei den Raptors. Ich werde aber doppelt W machen. Ich weiß nicht, ob ich dann direkt 12 spare. Ich sag mal einfach 8. 3 Sekunden spare ich bei Wolves. Einen bei Blue, einen bei Gromp. Eine Sekunde pro W, ja, weil ich das immer mit einem Auto-Tag berechne. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Warum holen sich Rengar-Spieler nicht diese Chain Whip? Warum hole ich mir nicht Chain Whip? Oder wie heißt das? Doch, war doch Chain Whip, no? Oder Nadel Whip? Ist auch ein Tiermann. Ist auch ein Budget-Tiermann. Oder ist das beste Tiermann? Weiß ich gerade gar nicht. Es müsste mega strong sein. Mein eine Sekunde pro W. Ich spare eine Sekunde pro W. Was gehe ich denn hier? Ah, ich gehe so oder so los, kurze. Hey, look at this, man. Look at this. 65 extra Damage. Ey, sag mal, ich wollte mich doch verarschen. Das sieht voll laggy aus bei mir. WTF? Hä, was ich meine? Guck mal, Leute, meine W macht zusätzlich 65 Damage an Monster. Das heißt also, ich mache jetzt mal eine Level 1 W, 115 Damage an Monster. Mein Auto-Attack macht 73 Damage. Das heißt, jedes Ziel, das ich treffe mit der W, spart mir eine Sekunde Zeit, weil ich ein Auto-Attack weniger machen muss. Ne, jetzt geht's wieder, lol. Ich spiele immer auf 60 FPS. Meine die Chain Whip. Was ist das hier? Das hier. Iron Spike Whip. Können wir einfach das hier kaufen? Take this way back. Ey, Yoga, danke für den Sub. Oh Gott. PvP-Ping. LOL, Maschine. Ort hat gecancelt, nice. Ich verliere eh so, wie ich lebe im Jungle drauf geschissen. So, die müssen gleich alle mit der zweiten W sterben. Okay. An ally has been slain. Okay, wir sind doch nicht so schnell wie gedacht. Okay, wobei die Machete fehlt auch. Die Machete bemerke ich bei Single-Target-Camps sehr. Ey, Leute, kennt ihr den Gromp am Bug? Den Bug am Gromp? Wenn ihr mit Voll-Fero den Gromp tötet, verliert ihr alle eure Fero.
Guck, Leute, schaut euch das an. Warte. Oh, der Bug wurde auf PB behoben. Okay. Auf dem Live-Server ist es gerade noch so. Ja, okay. Bruder, bleib stehen. Warte, Alter, er wollte mich two-crabben. Okay. Bist du schon wach? Warum soll ich nicht wach sein? Hä, ist das so wild, dass ich jetzt schon wach bin? Oh, guck dich an, wie schnell das geht. So, die sollten ausbrennen. Ja, hätte ich nicht smiten sollen. Crux sind noch da. Brennen die aus? Ja, die brennen nicht aus. Okay, war noch ein bisschen Damage. Bis was immer ist, ab 13 Uhr wach. Das stimmt. Aber ich dachte, ich habe heute Coaching um 12. Okay, Doppel-W lohnt sich bei denen nicht. Aber hätte ich mir auch denken können, dass es sich nicht lohnt. Also wie Sustain sehr nice gebufft, das auf jeden Fall. W wurde auch nochmal im Sustain-Department gebufft. Es halt nämlich jetzt 100% des Elite in Damages. Das heißt, wenn ich Doppel-W mache... Okay, Leute, lass mal ausprobieren. Lass mal die Iron Spike Whip holen. Gucken wir mal nach. Warum macht das kein Rengar-Spieler? Ist doch mega nice, no? Wow, ich bin schon gleich Level 6. Bin seit 3 Uhr wach. Love my work. Du hast wenigstens Spaß dabei. Hast du Spaß dabei? Sieht immer mega cringe aus. Die Wölfe getroffen. Nice. Digga, Leute, Chain Whip, Mann. Ich schwöre euch, Chain Whip. Go for it. Die brennen. Ich kann das Ausbringen gar nicht mehr einschätzen. Das ist so dumm. Ist ein Buff schon da? Ne. Monster below health? Ey! Ey, yo, warum sagt mir das keiner? Lol, das Ding ist ja mega stark! Leute, Monster, die weniger als 50% nehmen, kriegen 200% Damage. Okay. Ey, die ist... War sie da nicht eben? Oh, hat sogar eine Crit-Animation. Oh, wie süß. Ey, mir fällt auf. Ich sollte auch mal smiten. Okay, bum, 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 bum. Okay, ich entferne jetzt, wie das Item funktioniert. Weil du deinen Mythic-Item-Slot damit blockierst. Drauf geschissen, Digga. Dann baue ich jetzt straight up Crit. Dann brauche ich jetzt straight up Crit, Mann. Tausch mal Mythic Item später so oder so aus. Und dann passt das.
Ich gehe jetzt straight up. Wie heißt der Scheiß? Ich will keine Recommended Items haben. Da, Collector gehe ich direkt. Aha. Kriegt man eigentlich Coach, wenn man in der Academy ist? Nein, du kriegst dauerhaft Rabatt. Wir lassen ihn ja so abfahren. Warum habe ich Fiddle jetzt dazu gezwungen, AFK zu gehen? Das hat weh. Ey, auf die PB geht jeder fucking AFK. Na, ist egal. Deswegen wollte ich nur ein paar Changes mit dem Jungle ausprobieren. Okay, jetzt habe ich endlich meinen Smite fertig. Wir checken mal, ob er wirklich weg ist. Ne, doch, er ist AFK. Och Mann, ey, geht doch nicht. Ah, oh, ich hasse PBE. Ich hasse PBE, Leute. Ja, komm, whatever. What fucking ever, Digga. Ich töte jetzt aber alle. Mann, nee, ich bin nur früh aufgestanden, weil ich Coaching hab. Oder hatte. Oder weil ich dachte, ich habe Coaching zumindest. Na komm, hier suchen wir gleich wieder. Meinst du, wir werfen die? Na toll. Ich hasse PBE, Mann. Ich hasse PBE. Aber das sind mega nice Ranger-Changes. Die echt gut. Ich finde, die sind echt gut. Ich finde die Nummern sehr hoch. Mit 65 Bonus-Damage auf Level 1 direkt. Es macht den Clear unglaublich krass healthy. Und auch sehr, sehr viel schneller. Aber wir checken es mal. Also braucht Ranger Jungle Hilfe auf jeden Fall, denn der Winrate ist piss bad. Gut oder broken? Schwierig. Gut auf jeden Fall. Broken, es ist eine Kettenreaktion. Wenn mein Early Game besser läuft, weil ich schneller bin, weil ich effizienter bin, kann ich schneller snowballen. Und ein snowballender Assassin ist immer uncool. So, ich würde da mal abchecken zumindest. Sagen wir das mal so. Das ist so, glaube ich, ganz nett ausgedrückt.